Genau. Der liebe Bingo-Hase schreibt, wie viele Therapien hast du, Jennifer, am Tag? Ja, also mittags habe ich meistens immer Physio und Ergo, also immer gestückelt auf die Woche. Und nach der Arbeit dann meistens Lokomat-Training, also dieses robotergestützte Gehtraining. Das sind dann zwei Therapien am Tag. Und dann mache ich zusätzlich aber meistens abends noch ein bisschen Galileo-Training. Habe jetzt in der Reha auch das Motomet empfohlen bekommen, was ich dann hoffentlich auch bald bekommen werde. Also ich habe immer gut zu tun am Tag mit meinen ganzen Therapien. Ja, bis zu drei Therapien täglich. Genau. Wie viele Therapien hast du in der Reha gehabt? Also Jennifer war jetzt gerade zur Reha in Bad Soden-Allendorf, Klinikum Meißner, ne? Genau, das waren so 5 bis 7 Therapien am Tag. Was macht man da so? Also es ist ja eine neurologische Fachklinik, Reha-Fachklinik, ne? Was macht man da so Genau. für Therapien? Also wir hatten viele Gruppenanwendungen, aber auch Einzeltherapien. Also Einzeltherapien war zum Beispiel psychologisches Einzelgespräch, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. Gruppentherapien waren dann Was, was Fußgruppe, ist Fußgruppe? Hockergruppe, Was sind Gleichgewichtsgruppe. das? Was macht man da? Also Fußgruppe ist, dass man so ein bisschen Fußgymnastik macht. Also man bewegt die Zehen wieder durch, man geht so auf die Hacke, auf die Spitze, man ja, versucht wieder so Yoga, ein Yoga bisschen. für den Fuß. Ja, so ungefähr, genau. Hockergruppe ist dann eher so für den Oberkörper, dass man mit den Armen noch ein bisschen was machen kann. Da gab es dann auch Funktionsgruppe, das ist dann eher so was für die Finger. Dann gibt es Atemschule, dass man seine Atmung wieder im Gang bringt. Was gab es noch? Also Entspannungstherapien. Yoga wurde zum Beispiel auch kostenlos angeboten. Qigong habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert. Dann Qigong ist Entspannung nach. mega cool. Stimmt, das hast du schon gemacht, ne? Genau, dann Entspannung nach Jacobsen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Dann war noch Funktionsgruppe, also Körbchenflechten, also so ein Pedicrohr. Das ist, finde ich, auch immer ganz schön, so für die Fingerfertigkeit. Genau, dann konnte man noch Stromtherapie machen, Magnetfeldtherapie, Fango, sowas alles. Genau, ich glaube, Und das war dann so das meiste, was ich jetzt aufgezählt habe. du konntest ja noch irgendwie so ein mega cooles, mega so ein cooles neues Gerät austesten. Genau, also letzte Woche war so eine kleine Aktion. Das ist auch wie so ein Exoskelett, was man sich so an den Körper schnüren kann. Und genau, das hält einen so ein bisschen in die Spur, dass man nicht mehr diese Ausweichbewegung macht. Also bei mir ist es so, dass mein ganzer Körper mal so ein bisschen mitschwingt und die Hüfte, meine Beine ziehen dann oder die Füße ziehen nach innen und da ist das Gangbild dann halt nicht mehr so gut. Und dadurch bin ich relativ gerade gelaufen. Aber es war halt auch mega anstrengend. Und da, ja, Na aber es war gut. eine schöne Erfahrung, das mal Was, auszuprobieren aber, und also es sind kennenzulernen. jetzt mega viele Therapien, mega viele unterschiedliche Therapien, die du da gemacht hast. Was ist denn so das Allergeilste an der Reha? Was ist denn, was gefällt dir denn da am allerbesten? Ich glaube, das ist so das Ganze. Also so das ganze Zusammenspiel, also die ganzen Therapien, die man hat, weil die einen wirklich körperlich auch wirklich weiterbringen und dann aber auch das Miteinander und der Austausch mit den ganzen anderen Leuten. Also es sind halt, ich würde jetzt mal so schätzen, 60, 70% nur Muskelkranke mit den unterschiedlichen Muskelerkrankungen und der Austausch ist halt super wichtig. Also ich habe so jetzt in Berlin in meinem Freundeskreis hier niemanden weiter mit einer Muskelerkrankung und da fehlt einem halt dann auch der Austausch und wenn ich dann jedes Jahr da bin, das ist halt einfach schön, man lernt neue Dinge kennen, man bekommt da Tipps und Tricks, wie es einem vielleicht auch besser gehen kann. Also es war wirklich sehr, sehr schön und bereichernd. Habt ihr es gehört? Jennifer fährt einmal im Jahr zur Reha. Ja. Also, ist schon gar nicht schlecht. 6 Wochen Ist halt auch nur gönnt sie sich da immer eine Pause von mir. Genau, ist halt auch irgendwie so eine Auszeit für die Seele. Also es tut halt schon gut. So eine kleine Stadt mit ganz vielen Fachwerkhäusern, so kleine Bruchteiche, das ist immer so mein Rückzugsort, wenn es mir mal nicht ganz so gut geht. Und das ist wirklich schön. Voll schön. Ja, also Ja. das ist auch wirklich die Klinik, wo du jedes Jahr hinfährst, also Bad Soden-Allendorf, die Klinikum Meißner, kann Jennifer da nur wärmstens empfehlen. Ja. So sieht der Alltag einer SMA-Muskelerkrankten aus. Spannend. Der Alltag und die Reha. Ja. Genau.
Hier links und rechts von mir findest du zwei weitere Videos von über 100 Videos, die der Sozialrat Deutschland e.V. insgesamt schon rausgebracht hat. Du findest mit Sicherheit mega den Mehrwert auch in diesen Videos. Schau mal vorbei.